1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße zunächst die Hörer von 1 Live sehr herzlich und die Zuschauer von 1 Festival. Und das WDR Fernsehen wird etwa in acht Minuten zu uns stoßen hier in die Sendung. Schön, dass ihr da seid. Freie und offene Themennacht wie immer mittwochs. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Peter. Peter ist 43. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Peter, was geht's bei dir? Bei mir nur noch Ärger. Nur noch Ärger? Also Liebeskummer. Ich habe eine Frau kennengelernt, die wird jetzt 61, ich bin 43. Mhm. Und sie ist verheiratet und hat auch zwei Kinder. Die wahrscheinlich schon gut aus dem Haus sind, oder? Ja, die sind, ja sicher. Ihr Sohn ist 41. Ungefähr dein Alter? Ja, ja. 2 Jahre bin ich. Wie lange kennst du denn diese Frau jetzt schon? Seit 8, 9 Monaten ungefähr. Und du bist groß verliebt? Aber verdammt. Ja, das ist eben das Problem und sie auch in mich. Aber wir dürfen uns hier nirgends so blicken lassen. Das ist schon... Wo und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt in einer Gastwirtschaft hier in D.O., sage ich mal. Ja, ist ja sowieso Dortmund. Und ja. Darf nicht so viel erzählen, ich muss aufpassen. Ja. Weil jeder kennt. Also in einer Gastwirtschaft kennengelernt. Ja, und sie saß da so ganz alleine in der Ecke und hat ein ziemlich trauriges Gesicht gezogen. Und dann wollte ich sie sich nur aufmuntern, weil sie hat auch ein nettes Wesen an sich. Und dann haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt. Sie hat auch gleich gesagt, sie ist verheiratet. Ist es zum ersten Mal, dass du dich in eine etwas ältere Frau verliebt hast? Oder? Nein, es ist schon mehrmals passiert. Du stehst auf die reiferen Frauen. Ja. Ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht. Jüngere Frauen habe ich 1, 2 gehabt. Mhm. Das ist ja auch schon länger her. Aber ich mag diese Reife. Jede Falte ist doch, eine Frau ist doch so gut wie ein Wein. Ja, umso älter, umso besser schmeckt das. Aber das nützt mir jetzt. Nützt dir gar nichts. Ne? Ich krieg noch mehr. Apropos Falte, lass mich kurz fragen. Apropos Falte. Also, du findest das sogar toll, wenn ältere Leute Falten haben. Du wärst kein Befürworter der Schönheitschirurgie. Nein. Gott. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall Facelifting und sowas. Nein, um Gottes Willen. So, 8 Monate läuft das Ganze jetzt. Ihr seht euch wie oft? In der Woche 2-mal vielleicht. Und wo seht ihr euch? Bei dir oder in der Öffentlichkeit heimlich? Bei mir in der Öffentlichkeit ist ja ziemlich schlecht. Wir müssen uns da ein paar Taktiken ausdenken. Aber letztes Mal ist es auch schon wieder in die Hose gegangen. Da hat sie bei mir angestellt und genau ihr Nachbar fährt an der Straße vorbei und sieht sie, wo sie hier anstellt. Dann habe ich ihr aber auch geraten, dann sag doch einfach, du hast eine Putzstelle gesucht. Ne? Ja. Wohnt ihr denn auch sehr nah beieinander? Ja. Das auch noch? Ein Kilometer von hier, 1,5 Kilometer. Ich kenne auch ihren Mann. Persönlich? Ja, das ist ein feiner Kerl. Ach so. Wenn das jetzt so ein rabiater Kerl wäre, dann hätte ich gesagt, pass mal auf, dann rede ich mal mit ihm, dass er dich in Ruhe lässt. Aber der ist ja auch so nett, Aber entscheidend ist ja natürlich, was deine Freundin, so nenne ich mal die Frau, sagt und denkt. Die ist in dich verliebt. Ja. Die ist in ihrer Ehe nicht mehr zufrieden oder gelangweilt? Ich nehme mal an, sie weicht mir immer aus. Ich muss ganz ehrlich darüber reden. Ich habe schon mal gefragt, ob sexuell da nichts war. Sie weicht mir immer aus. Vermutlich ist sie sehr lange schon verheiratet. Sie ist jetzt, wie lange ist sie jetzt verheiratet? 28 oder 29 Jahre. Ja. Aber ihr habt Sex miteinander? Nein. Nein? Nein. Warum Nein, nicht? Weil ich möchte das nicht. Wenn sie das nicht will, möchte ich das nicht. Ach, sie will es auch nicht? Oder noch nicht? Ich weiß nicht. Noch nicht. Sie hat ein bisschen, sie hat mir gesagt, dass sie Probleme damit hätte, weil ihr Mann, das ist der Einzige, mit dem sie geschlafen hat. Ach so. Gibt es denn sonst Zärtlichkeiten zwischen euch beiden? Ja, das schon. Wir liegen oder sitzen hier und küssen uns und streicheln uns. Ja. Aber ist natürlich für sie, davon gehe ich mal aus, du bist Single.
Ja, da ist das natürlich wirklich für sie eine schwierige Situation, wenn sie so lange verheiratet ist, wenn die Ehe sogar in einer gewissen Weise harmonisch ist, aber vielleicht etwas abgekühlt das Ganze, und sie noch keine anderen Erfahrungen hat, ist das für sie eine sehr schwierige Situation, das glaube ich. Was ich sagt glaube sie denn? Nicht, dass sie ein Abenteuer sucht, das glaube ich eher, dass sie das nicht macht. Aber sie sagt so gar nichts darüber, wie sie sich das vorstellt, wie es weitergehen soll und... Ne, das ist ja eben das Problem. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich gesagt, pass mal auf, bevor ich dich in Gefahr bringe, dass das hier alles auffliegt, weil ihre Familie glaubt ja an sie und das wäre eine riesengroße Enttäuschung, wenn sie sich auch, das Klischee ist ja mal, wenn eine Frau sich einen Jüngeren sucht, das ist ja das Problem immer. Aber ihre Familie wird sie dann mit dem Hintern nicht mehr angucken, ne? Ja, und ich möchte sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Ja. Dann habe ich dann ihr das gesagt und zwei Tage später haben wir wieder miteinander telefoniert und keiner kann sich dagegen wehren. Weil ja, die Frage ist natürlich jetzt, ob du so viel Ausdauer hast und so viel Geduld auch hast, dich darauf einzulassen. Das ist für die Frau wirklich eine schwierige Angelegenheit. Ich möchte sie auch nicht in Gefahr bringen. Das ist du ja möchtest sie nicht in Gefahr bringen und du möchtest sie nicht bedrängen. Nein. So, das heißt, alles, was geschieht an ungewöhnlichen Dingen jetzt, wahrscheinlich für ihr Leben dann auch, muss sie für sich entscheiden und muss von ihr ausgehen. Ne? Würde ich sagen. Und die Frage ist, ob du das so, ich meine, das sind ja schon auch anstrengende Situationen, wenn ihr euch nur heimlich treffen könnt und dann bei dir und das darf keiner sehen und ihr wohnt beieinander und so weiter. Bist du denn bereit, das noch vielleicht eine ganze Weile hinzunehmen, mitzumachen? Ja, ich weiß nicht, mir geht's auch persönlich so schlecht, aber das ist davon abgesehen, ich liebe einfach diese Frau. Und sie hat auch, wenn ich sie dann heimlich treffe, die hat, wie soll man das sagen, wie kann man Liebe beschreiben, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, Peter, gib der Sache doch noch ein bisschen Zeit. Je nachdem, wie sie sich dann entwickelt, vielleicht kommt dann doch eine ganz andere Dynamik da rein. Du liebst die Frau sehr, das merke ich. Sie offensichtlich dich auch. Und 8 Monate sind in so einer Beziehung vielleicht auch noch gar nicht so lang. Gibt ich euch das verdammt lang. Ja, verstehe jetzt, ich. Ich habe sie gestern gesehen und jetzt heute vorgestern habe ich sie gesehen, heute habe ich sie nicht gesehen. Also und das ist 6 Stunden oder 12 Stunden sind für mich eine Ewigkeit. Ja, gut, also auf der Basis dieses Verliebtseins würde ich sagen, gebt euch mal noch ein paar Monate. Und lass uns mal in 5 Monaten nochmal telefonieren. Und dann beraten wir weiter, was dann wird. Okay, sollen wir so verbleiben? Alles klar, Domian. Sehr gerne, Peter. Und ich danke auch deinen Redakteuren, die da hinterm am Telefon sitzen und klasse Arbeit machen. Ich werde es ausrichten. Ich danke euch. Ne? Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke dir, Domian. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Jetzt in diesen Sekunden schaltet sich das WDR-Fernsehen dazu. Der Vorspann läuft gerade und dann begrüße ich die Zuschauer auch und dann können wir in gemeinsamer Runde weitermachen. 0800 220 5050. So, und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Wir sind ein bisschen verspätet im WDR-Fernsehen, bitten das zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio bei 1 Live und bei 1 Festival schon angefangen. Ihr seid jetzt auch da, das freut mich sehr. Also, jetzt können wir richtig loslegen. Wir haben wie immer mittwochs eine freie und offene Themenrunde. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Ich freue mich auf den nächsten Anrufer und das ist der Jörg. Jörg ist 33 Jahre alt. Hallo Jörg. Hallo Domian. Hallo Jörg. Ich bin ganz froh, mal mit dir sprechen zu können. Ja, um was geht's denn? Meine Mutter ist vor ein paar Tagen gestorben. Ja, und ich komme damit irgendwie nicht klar. Vor ein paar Tagen? Ja, vor ein paar Tagen. In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai. Ist deine Mutter Jörg plötzlich verstorben oder war sie sehr erkrankt? Also sie hatte schon ungefähr 2 Schlaganfälle hinter sich und hatte auch multiple Sklerose. Und das heißt, sie war schon eine schwerkranke Frau. Sie war eigentlich eine schwerkranke Frau und auch bettlägerig und 24 Stunden Betreuung. Ach so. Und also ein Pflegefall. Ein Pflegefall, genau. Und das Ding, warum ich dich jetzt anrufe, die ist wie gesagt verstorben und ich komme da nicht mit klar, weil ich auch die letzten 3 Jahre in Haft war.
und ich habe sie in dieser ganzen Zeit nicht sehen können. Mhm. Und als ich dann endlich rauskam, bin ich in einem Obdachlosenheim gelandet, weil ich keine Wohnung hatte und nichts mehr. Mhm. Und wie gesagt, hatte ich so viel um die Ohren mit Wohnung suchen, weil ich da unbedingt raus wollte aus dem Wohnheim. Und habe mir gedacht, meine Mutter lebt ja schon seit ein paar Jahren mit dieser Krankheit und so, dass ich noch Zeit hätte. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, wollte ich diesen Monat hin, weil ich jetzt auch den Makler und so alles bezahlt habe und ein bisschen finanziell da besser stehe. Ne? Mhm. Und ich bekomme noch Hartz IV und so. Und die Wohnung ist auch ein bisschen zu teuer und darum, wollte ich diesen Monat hin. Ja. Und dann habe ich jetzt gestern per Post Bescheid bekommen, dass sie verstorben ist. Ach, du hast per Post Bescheid bekommen? Es gibt also keinen nahen Verwandten, der dich hätte direkt anrufen können? Nein, gar nicht. Also so weit entfernt war das alles schon? Ja, also meine Mutter, die lebt in einem Pflegeheim 100 Kilometer von meinem Wohnort entfernt. Und meine Eltern sind 91 geschieden. Wann hast du deine Mutter das letzte Mal gesehen? Das war Januar 2005. 2005? Ja. Wie lange war sie jetzt schon in dem Pflegeheim? In dem Pflegeheim war sie jetzt, glaube ich, 3 Jahre, 4 Jahre, ja. Mhm. Ungefähr so um den. War sie so geistig präsent und fit noch? Also, wenn ich zum Beispiel sie besucht habe vor meiner Inhaftierung, dann hat sie angefangen zu lächeln und meinte so, oh Jörg, da bist du ja. Und also sie konnte sehr schlecht sprechen wegen den Schlaganfällen. Aber das ist dann ja schon lange her, du sagst vor deiner Inhaftierung. Ja. Das heißt, hinterher war das nicht mehr so. Also nach meiner Inhaftierung, also wie gesagt, ich bin inhaftiert im Februar 2005, bin dann Februar 2008 rausgekommen und und dann hatte ich eben das Problem mit Wohnung und Geld. Nee, die Frage war, wie deine Mutter so geistig drauf war in den letzten Jahren. Weißt du das? Ach so, also ich habe heute mit dem Betreuer gesprochen. Sie hat ja auch einen Betreuer. Mhm. Und er sagte, sie wäre vom Kopf her, wäre sie noch fit gewesen. Mhm. Hast du denn ihr mal aus dem Gefängnis einen Brief geschrieben? Also ich habe einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist oder so. Keine Ahnung. Also telefonieren konnte ich nicht mit ihr, weil sie auch nicht so gut sprechen konnte. Mhm. Ich konnte nur mit einem Pfleger oder mit einer Pflegerin sprechen und die haben gesagt, wir richten aus, dass du angerufen hast. Und das war es eigentlich. Hm. Weswegen warst du eigentlich im Knast? Also ich habe wegen Drogengeschäften habe ich gesessen. Hm. Ich hatte 2 Jahre bekommen, weil ich auch an Personen unter 18 verkauft habe. Und dann war noch 1 Jahr Bewährungswiderruf. Ja. Hat deine Mutter das mitbekommen, dass du in den Knast musstest? Nein, das hat sie nicht. Der Betreuer, der sich um die gekümmert hat soweit, der hatte gesagt dann immer, der ist so viel am Arbeiten und der will zwar vorbeikommen, aber schafft das nicht zeitlich. Und so. Er wollte sich nicht aufregen. Ne? Wobei das natürlich für sie auch... Ja, aufregen. Wahrscheinlich auch äußerst merkwürdig war, dass der Sohn 3 Jahre nicht vorbeikommen kann. Da gibt es keine Ausrede für. Aber irgendwie weiß ich nicht, wie sie vielleicht gedacht hat, ob da was faul ist oder so, ich weiß ja nicht, was in ihrem Kopf so vorging. Ne? Jetzt hast du schriftlich Bescheid bekommen, dass deine Mutter gestorben ist. Genau. Und das Schlimme ist, die Beerdigung war am Montag und ich habe erst gestern am Dienstag den Brief gekriegt. Darauf wollte ich gerade hinaus. Das heißt, du konntest gar nicht auf die Beerdigung gehen? Nein, ich konnte sie lebend nicht mehr sehen, ich konnte sie nicht mehr so aufgebahrt sehen, ich konnte nicht zur Beerdigung gehen, gar nichts. Mhm. Und jetzt denke ich mir, ich bin auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, das Wort, aber ich bin ein Schwein, ich bin ein schlechter Sohn, weil ich da nicht mehr hingegangen bin, dass ich gesagt habe, ich gehe diesen Monat hin. Und du bist aus dem Knast, halten wir nochmal fest, im Februar gekommen. Genau. Mhm. Und dann bin ich in ein Obdachlosenwohnheim gekommen und das war eine ziemlich schwere Situation. Glaube ich, Jörg. Glaube ich. Aber dennoch ist das keine Entschuldigung dafür, nicht zur der schwerkranken Mutter zu gehen. Darum fühle ich mich auch so schlecht, weil ich denke immer, was hat sie vielleicht in ihren letzten Minuten, vielleicht vor ihrem Tod noch gedacht oder so. Warum bist du, ich meine, sicher, ich glaube dir, dass du da viel Sachen zu erledigen hattest, aber warum bist du denn nicht hingegangen? Es war so, dass ich vor meiner Inhaftierung habe ich sie ja besucht, regelmäßig, soweit es ging und diesen Anblick, weil meine Mutter war eine Frau, die ist immer, wenn irgendwie Hochzeiten waren und so, die ist immer ganz gut. Okay, aber das ist ja ein sehr egoistischer Grund, wenn man sagt, ich kann den Anblick meines todkranken Verwandten nicht ertragen. Ja, also ich musste mir immer die Tränen so zurückhalten, weil ich kannte meine Mutter ja ganz anders. Aber das ist ja kein Grund, nicht hinzugehen, mein Gott, also.
Nee, und da bin ich auch hingegangen und jetzt, wie gesagt, jetzt nach meiner Inhaftierung dachte ich, ich hätte wohl noch Zeit, weil sie hat eine Zeit lang auch mit ein paar Jahren also mit dieser Krankheit gelebt und naja gut, aber 3 Jahre Krankheit und 3 Jahre nichts von ihr gehört. Mehr ja, oder weniger. Das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt total schlecht fühle, ne? Also ich gebe mir irgendwie voll Schuld dran, dass ich da irgendwie das nicht früher gemacht habe, dass ich nochmal zu ihr gegangen bin. Dieses Pflegeheim, ist das in der Gegend, wo du dich jetzt auch aufhältst? Nein, das ist ungefähr 100 Kilometer entfernt. Okay, das ist dann auch nicht so weit. Nee. Und wie gesagt, ich hätte ja auch mit dem Zug oder so mal vielleicht hingehen können, also hinfahren können, aber ich weiß nicht. Und wie war denn früher dein Verhältnis zu deiner Mutter? Also das war super. Also super. Meine Eltern waren ja geschieden worden am so 91, ne? Mhm. Und ja, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen nach der Scheidung auch und sie hat alles für mich gemacht. Ne? Einzelkind? Und Einzelkind, ja. Mensch, Jörg, ich kann das aber wirklich auch nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, dass du nur einen Brief aus dem Knast geschrieben hast. Ja, weil es kam irgendwie auch nichts vielleicht zurück. Also sie selber konnte ja nicht. Ja, sie konnte ja nicht schreiben, aber ich meine, das hätte man doch auch irgendwie organisieren können. Und du hättest ja im Knast einen Psychologen oder einen Pfarrer bitten können, dass er dafür sorgt, dass man den Brief deiner Mutter vorliest. Das wäre doch alles irgendwie zu organisieren gewesen. Ich habe auch versucht, von der JVA aus irgendwie mal so einen Ausgang, so einen gleitenden Ausgang zu bekommen und dorthin zu fahren, aber das hat man mir rigoros gleich gestrichen. Mhm. Ohne jegliche Begründung. Ne? Ja, aber keine Ausreden. Keine Ausreden, dass irgendwie hättest du, und wenn du immer geschrieben hättest, ohne zu wissen, dass ob sie es auch liest, aber du hättest es gemacht und höchstwahrscheinlich, wenn das nicht gerade ein völlig abgefucktes Heim war, hätte man es ihr auch vorgelesen. Ja. Finde ich sehr schwierig, für dich jetzt mit der Schuld umzugehen. Finde ich schwierig. Ja, weil der Brief, der wurde am 29. geschrieben, am 29. Mai, den habe ich aber gestern erst bekommen, komischerweise. Mhm. Und die konnten mich angeblich nicht ausfindig machen, obwohl ich ja schon in meinem Wohnort schon über 2 Monate jetzt gemeldet bin. Und die konnten angeblich nicht mich ausfindig machen. Ja gut, aber du hast dich da auch nicht... Moment, aber jetzt keine Schuld an das... Du hast da ja auch nicht angerufen und hast gesagt, hier Leute, ich bin da und da jetzt erreichbar. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist jetzt ganz schlimm gelaufen, dass deine Mutter quasi unter der Erde liegt und du noch gar nichts davon gewusst hast. Das ist natürlich eine Folgeerscheinung von der ganzen Misere der letzten Jahre. Ja, und wenn du näher dran gewesen wärst, hätte man dich auch benachrichtigt bestimmt. Ja, der Betreuer, der hat ja gewusst, dass ich in Haft bin und der hat auch dem Ordnungsamt Bescheid gesagt, dass dass sie mit mir irgendwie Kontakt aufnehmen. Und angeblich hätten die mich nicht irgendwie zu fassen gekriegt, nicht ein Einwohnermeldeamt oder so. Und jetzt auf einmal kommen sie an mit hier anonyme Beerdigung. Das kommt ja noch dazu. Wollen sie 2.500 Euro haben und jetzt haben sie mich auf einmal, weil sie das Geld haben wollen, gefunden. Ne? Und vorher ging das nicht angeblich. Und ich weiß auch nicht, ich fühle mich irgendwie voll schuldig. Ich meine, wie du ja auch schon gesagt hast, ne? Ich hätte ja auch irgendwie mal hinfahren können oder irgendwie definitiv, mal was. Definitiv. Und da gibt es keine Entschuldigung. Und das ist ein Schuldgefühl, womit ich jetzt wahrscheinlich auch leben muss. Ja, ne? Das glaube ich auch. Und das glaube ich auch. Nur ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich komme da irgendwie nicht mit klar. Bist du denn dort schon hingegangen und hingefahren, wo sie anonym beerdigt wurde? Nein, wie gesagt, ich habe es gestern erfahren und ich habe heute mich mit meinem Vater und meiner Stiefmutter getroffen und mit dem Betreuer haben wir gesprochen, meiner Mutter, die verstorben ist. Und er meinte so, wir treffen uns jetzt die Tage und dann zeigt er uns, wo sie liegt. Mhm. Weil sie hat keinen Grabstein, sie hat keine Platte mit dem Namen drauf, gar nichts. Einfach so auf Kartoffelacker meinte, wo sie verscharrt. Mhm. So sozusagen. Ja, sie wurde nicht verscharrt, das war eine anonyme Beerdigung. Ungefähr, ne? Ja. Es ist eine anonyme Beerdigung, die auch sehr würdevoll abläuft. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Sie hatte so eine Beerdigung, so eine kleine, da war der Betreuer, 3 Pflegerinnen aus dem Heim und die Pastorin, ne? Ja, Jörg, jetzt triff dich mit deinem Vater, triff dich mit den Leuten, die noch Kontakt mit dir hatten und versuche so viel wie möglich noch zu erfahren von deiner Mutter und beschäftige dich mit deiner Mutter. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was du tun kannst. Dass du dich schuldig gemacht hast, das ist so. Das wird man auch nicht wieder ausbügeln können. Aber beschäftige dich jetzt mit deiner Mutter. Das ist das Allerletzte, was du jetzt noch tun kannst und ihr im Nachhinein nochmal
die Ehre zu erweisen. Mhm. Ja, ich meine, ich wollte mit einer außenstehenden Person mal drüber reden, weil mein Vater oder so, die halten natürlich als Vater zu mir und sagen, ja, du hast keine Schuld und sowas alles, brauchst du keine Schuldgefühle einreden. Aber ich wollte mal mit dir drüber sprechen, weil du auch ein toller Mensch bist und dein Team und du machen super Arbeit und ich wollte einfach mal eine außenstehende Person mal fragen, was die davon hält. Ne? Mhm. Also ich, wie gesagt, ich fühle mich sowas von dreckig und schmutzig und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, einigermaßen damit klarzukommen, indem du dich beschäftigst mit deiner Mutter. Sprich mit denen, geh nochmal vielleicht in das Heim, sprich mal mit den Pflegern, die sie betreut haben, wie sie gestorben ist, damit du einfach mehr weißt, wie sie noch geistig drauf war oder vielleicht auch nicht mehr drauf war und ob es letztendlich dann für sie eine Erleichterung war, dass sie gestorben ist und so weiter. Und geh ruhig auch immer wieder auf diesen anonymen Friedhof. Da gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass man dann an einer zentralen Stelle mal eine Blume niederlegen kann oder irgend so etwas machen kann. Ja, der Betreuer meinte nur, sie wäre ja, wie gesagt, vom 23. und 24. in der Nacht so zwischen, so um 1 Uhr gestorben. Um 11:30 hat eine Schwester noch dort Kontrollgang gemacht, da war sie noch am Atmen, ganz normal, und dann um 1 Uhr, wo sie wieder da war, in ihrem Zimmer, da war sie dann gestorben und wieder angeblich friedlich eingeschlafen mit so einem Lächeln auf dem Gesicht. Ne? Was sehr tröstlich ist. Ja, glaube ich auch, da hat sie nicht gelitten. Ja. Lieber Jörg, wir beide haben geredet, wie du es wolltest. Ja, und jetzt fand ich sehr nett. Ja. Mach dich auf den Weg da, wo sie noch gelebt hat und wo sie jetzt ihre letzte Ruhe gefunden hat. Ja, und du meinst jetzt, ich soll auch mal mit den Pflegern reden? Und würde ich machen, ja. Einfach so, ich würde jetzt versuchen, alles aufzusaugen an Informationen, die Mutter betreffen. Mhm. Und was meinst du in meinem Fall, was soll ich machen? Wie kann man mit Schuldgefühlen irgendwie umgehen? Kann man da irgendwie... Gibt es da irgendwie vielleicht einen Tipp, wie man sich davon los, also nicht vielleicht los sagen kann, aber irgendwie, dass man sich vielleicht nicht so schäbig fühlt, so dreckig, so mies, also dass man sagt, ich bin ein schlechter Sohn gewesen oder so, ich weiß nicht. Das ist sehr schwer. Mhm. Das ist sehr schwer. Ich glaube, dass wenn man sowas gemacht hat und man es eingesehen hat, das Einzige, was man tun kann, ist, dass man daraus lernt, für die Zukunft anderen Menschen gegenüber. Mhm. Dass man... dass einem nie wieder so etwas Ähnliches auch nur ansatzweise passiert. Ja, das möchte ich auch nicht. Und somit könntest du vielleicht auch dann einiges wieder gut machen, was du vielleicht vorher falsch gemacht hast. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Okay. Verhalte dich so und vor allen Dingen führe ein Leben. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Führe ein Leben, worauf deine Mutter stolz wäre. Da kannst du dich am Riemen reißen und da kannst du ihr wirklich noch etwas erweisen an Respekt und Ehre im Nachhinein. Ehre, ja. Lebe so, dass sie sagen würde, Junge, das hast du aber jetzt schön gemacht und toll gemacht. Ich bin stolz auf dich sozusagen. So, genau. Das nimm dir vor. Damit kannst du, glaube ich, auch deine Schuld mit deiner Schuld fertig werden. Ein bisschen tilgen. Ja, glaube ich, ja. Okay. Alles Gute, Jörg. Von Herzen alles Gute. Schöne Grüße an dich und an das Team. Dankeschön. Toller Mensch, mach so weiter. Danke sehr, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Hier ist Thomas. Thomas ist 28. Hallo Thomas. Ja, hallo Jürgen. Hallo Thomas. Für mich war heute, ich sag mal, mein schwerster Tag persönlich gesehen, muss ich das so sagen. Dein schwerster Tag? Ja, ich muss aber von vorne anfangen. Und zwar vor 2 Jahren habe ich meine Freundin, die Karin, kennengelernt. Mhm. Die ist bei ihrem Papa beschäftigt auch. Also die ist in der Anwaltskanzlei als Gehilfin. Und ich war damals richtig stolz drauf, dass ich jemanden also kennengelernt habe, der auf eigenen Beinen steht auch. Eine eigene Wohnung hat. Und wie das halt so ist bei uns, wenn dann muss man halt erstmal jemanden finden, die man nicht bezahlen muss, habe ich mir gedacht. Und die halt also eigenes Geld auch verdient. Mhm. Gibt's ja Gott sei Dank mittlerweile schon sehr viele. Ja, aber es ist halt schwierig. Ich meine, ich bin nicht darauf hinaus gewesen, sage ich mal. Das Problem war jetzt gewesen, oder das Problem ist jetzt halt, also ich sag's, wie es gelaufen ist, wir waren jetzt vor 3 Monaten zusammen gewesen. Mhm. Und sie hatte mich vor 3 Monaten erwischt. Ich bin also mit einer guten Freundin. Also wir kennen uns eigentlich auch schon ein bisschen länger. Wir haben uns getroffen, wir haben was getrunken und wie es halt so sein musste, hatten wir Sex miteinander gehabt. Und hat sie euch direkt erwischt währenddessen? Nein, einen Tag später. Das ist eine relativ gute Freundin von meiner Freundin gewesen. Und wie hat deine Freundin das rausgekriegt? Weil die haben miteinander gesprochen, weil ich es halt nicht gut fand. Und sie hat ihr Herz ausgeschüttet und hat die Wahrheit gesagt. So. Und da war mein Problem. Ich habe gesagt, sag's keinem und dann fällt es nicht auf. Aber was halt keiner wusste, was ich für ein Problem eigentlich auch am Anfang hatte, was ich meiner Freundin nie offenbart habe. Also ich habe eine Allergie
Und zwar ist das eine Kautschukallergie. Vielleicht kennen das nicht die meisten, Gummiallergie. Ja. Und ich habe zu meiner damaligen Freundin gesagt, ich liebe dich und ich konnte also nicht verhüten mit einem Kondom. Hm. Wobei? Sie hat die Pille genommen. Ja. Und das war für mich erstmal ein wichtiger Schutz. Ja, wobei es auch Kondome gibt für Allergiker, so weißt du? Das kenne ich nicht. Also in den Kneipen, wo ich da so bin, gibt es nicht. Gibt es aber schon sehr lange. Okay. Aber das nur nebenbei. Hm. Gut, wusste ich jetzt gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall ist es halt auch so, dass sie es halt mitbekommen hat und ich auch ungeschützten Sex hatte mit ihrer Freundin. Mhm. Das kommt also noch hinzu. Mhm. Und Fakt war eins gewesen, ich bin halt zwar ihr treu gewesen immer bis zu dem Tag, aber dann hat sie mich rausgeschmissen aus der gemeinsamen Wohnung. Vor 2-3 Monaten war das? 3 Monaten. 3 Monaten, ja. Ich weiß nicht den Tag genau, aber sie hat mich auf jeden Fall rausgeschmissen. Mhm. Ich habe damals nie mir eine Wohnung gesucht, weil ich sag mal so, sie hat ja alles gehabt. Sie hat bei den Eltern im Haus eine Wohnung oben drin. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay. Ach, du bist damals gleich dann zu ihr in die Wohnung gezogen? Ja, wir haben nach 3 Monaten war das. Ja, und hast dich da eins gemacht, Nest gesetzt? Ja, eins gemacht. Mehr oder weniger. Ich meine, ich war der Mann und habe halt auch mal gekocht. Und wenn ich halt wenn sie nach Hause kamen, ich habe halt immer dafür alles gesorgt. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. Wir können das gleich auch noch vertiefen. Zu deinem ersten Satz. Wieso war heute der schlimmste Tag in deinem Leben? Sie hat mich rausgeschmissen und mir nur eine Chance gegeben. Hm. Die haben so einen kleinen Bulli, ich sag mal so eine Art Wohnmobil, aber so einen ganz kleinen, da ist ein Bett drin, eine kleine Mini-Küche. Ja. Und die hat mir gesagt, 3 Monate ist der Zeit, eine Wohnung zu suchen. Ich will dich nicht auf die Straße direkt setzen, weil heutzutage ist auch nicht so das Wichtigste. Und ich habe das total eigentlich so als Ansporn gesehen, die erstmal zu zeigen, dass ich eigentlich nicht das Problem habe mit Frauen und bin halt von Wochenende zu Wochenende durch Diskotheken gezogen, habe das Ding genutzt quasi, um zu pennen und gar nicht, ich habe ja keine Wohnung. Das heißt, die hat dir großherzig gesagt, pass mal auf Junge, du kannst noch ein paar Monate hier in unserem Wohnmobil wohnen. Ja, Wohnmobil nicht, also so ein Bulli halt. Was? Okay, wo stand der Bulli? Vorm Haus? Oder wo Nein, den hat es mir gegeben, der war angemeldet. Und. Achso, du bist damit rumgefahren sogar. Ja, das ist so ein Auto mit Nummernschild und verstehe. So ein C3-Bus ist das so. Quasi. Verstehe. So, und jetzt hat sie dir denn das Auto abgenommen? Heute? Ja, also heute war die Deadline, sie hat gesagt, heute meldest du das Auto ab. Weil dieses Leid, sie hat mitbekommen, dass sie halt überall in den Diskotheken unterwegs auch war. Und hat mir quasi die Schlüssel abgenommen und ich musste heute am Straßenverkehrsamt diesen Wagen abmelden und das hat mir eigentlich das Herz gebrochen. Ja, Entschuldigung mal, ich finde das Verhalten von deiner Ex-Freundin völlig in Ordnung. Na gut, aber ich meine, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ja, hör mal, also erstmal bist du ihr fremdgegangen. Ich gehe mal davon aus, dass wegen dieses einmals Fremdgehen wahrscheinlich auch noch nicht die Beziehung damals kaputt gegangen ist, sondern dass da auch noch andere Sachen hinzukamen. Ja, der übliche Stress. Der übliche Stress. So, das war der wirkliche Auslöser. Dann sagt die, pass auf, ich will nicht mehr, dass wir zusammen wohnen. Immerhin komm, hast du den Wagen, kannst du eine Weile mit rumfahren, aber nutzt diese Zeit, um dir eine Wohnung zu suchen. Ja gut. Und die kriegt mit, dass du diese Zeit nutzt, durch die Diskotheken zu ziehen. Was machst du vom Beruf? Ich habe keinen Beruf. Du hast keinen Beruf, du hast also den ganzen Tag Zeit. Ja. Und hast jetzt 3 Monate nichts gemacht, du hast nur gefeiert und hast dich nicht um eine Wohnung gekümmert. Ja, ja, was heißt gefeiert? Ich habe eher darauf spekuliert, dass sie vielleicht schwanger ist. Und, Thomas, also hör mal, jetzt sind wir mal unter uns. Das ist sehr, sehr richtig, was deine Freundin da gemacht hat, damit du endlich mal in den Kopf gewaschen bekommst. Was ist denn das für ein Gerede? Ich habe darauf spekuliert, dass sie vielleicht schwanger ist. Glaubst du denn, dann hättest du diese Frau zurückgewonnen? Ich meine, jetzt mal ehrlich gesagt unter uns, ich meine, die meisten Beziehungen halten ja durch Kinder. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht habe ich Glück. Ja, das ist aber auch eine sehr seltsame und sehr alberne Aussage. Die meisten Beziehungen halten durch Kinder. Was meinst du, wie viele Beziehungen auch trotz Kinder kaputt gehen? Sich darauf zu konzentrieren, wir haben ein Kind in der Hoffnung, dass das Kind diese Beziehung kennt, ist völliger Quatsch. Ich hoffe ja vielleicht, dass ich eine Chance nochmal bekomme, dass ich sage, okay, ich habe mich jetzt total geändert. Ja, aber du machst doch genau alles falsch. Weißt du, wenn du jetzt dir was besorgt hättest, wenn du dein Leben in die Hand genommen hättest, hätte das Eindruck bei deiner Freundin gemacht. Aber was machst du? Du pennst in deinem Bulli, gehst saufen und baggerst andere Frauen an und jammerst jetzt rum, dass du keine Unterkunft mehr hast. Denkst du, das macht Eindruck bei einer Frau? Nee. Nee. Ja, aber ich meine, nichts aber. Nee, nichts aber. Du bist ein 28-jähriger Kerlmensch. Das Problem ist gewesen, ich habe mich auf sehr viele Inserate in Zeitungen auch schon gemeldet, aber die wollen alle Geld für haben und das ist das nächste Problem. Ich habe halt nun mal nicht das Geld, weil ich habe halt die ganze Zeit von ihr gelebt, wollte es auch nicht so wahrhaben, dass ich halt mich jetzt arbeitslos melden muss. Und du hast die ganze Zeit, das habe ich gar nicht gerade so richtig kapiert, du hast die ganze Zeit von der Frau gelebt? Ja, klar. Ja, ja, klar. Ist ja ganz normal.
Und du hast die ganze Zeit zu Hause rumgesessen? Naja, ich habe dir gesagt, ich bewerbe mich, weil ich wollte mal auf einer Bohrinsel arbeiten. Das war so mein Traum. Ja, gut. Weil, ich will auch mal zum Mond fahren. Aber was hast du denn gelernt? Ich habe nichts gelernt. Du hast nichts gelernt? Nein. Hör mal. Also, du bist aber wirklich wie eine Made im Speck, muss ich dir sagen. Ich meine, ich habe mir das damals... Auf einer Bohrinsel. Du hast nicht, ich denke, wenn du jetzt Diplom-Ingenieur wärst oder so etwas, du hast nichts gelernt, du hast keine Ausbildung und sagst mir, ich möchte gerne mal auf einer Bohrinsel leben. Ja, was denn das für Kinderträume? Ich meine, die steht ja jedes Mal in der Zeitung drin, oder nicht? Das kann man sich doch bewerben. Ja, aber was willst du denn da arbeiten? Helfer. Als Helfer. Gut. Aber so viele Helfer wird es auf der Bohrinsel nicht nötig haben. Du hättest die Chance, die Zeit auch nutzen können, während du umsonst bei deiner Freundin, die gearbeitet hat, gewohnt hast, hättest du deinen Schulabschluss nachmachen können. Hast du einen Schulabschluss? Ja, einen Schulabschluss habe ich von der Realklasse quasi, 10. Gut, dann hättest du irgendeine Weiterbildungsmaßnahme oder hättest eine Lehre anfangen können, irgendwas machen können. Aber der Punkt ist ja jetzt der, weißt du, es regen sich alle auf über Frauen, dass die zu Hause die Hausfrau sind. Wenn man als Mann ein Hausmann ist, dann dachte ich mir, du hilfst mir jetzt, dass du mir mal vielleicht den Rücken stärkst und sagst, okay, du warst der Hausmann, du hast dich um alles gekümmert. Nein. Wir haben zwar keine Kinder. Ja, um was gibt's denn da zu kümmern? Hör mal, jeder ist doch für sein Leben selbst verantwortlich. Wenn deine Freundin, wie groß war die Wohnung, die ihr hattet? Das waren 75 Quadratmeter für zwei, das ging gerade so. So, und du hast sauber gemacht und eingekauft? Ja, kann man so sagen. Oder gab es auch nur eine Putzfrau? Nee, das gab's nicht. Die hätten die Eltern uns auf den Kopf gesprungen. Ich meine, die Mutter hat uns zwar bekocht mit das, aber... Völlig egal. Ja. Ich finde, natürlich kann man auch Rollen teilen. Da gebe ich dir völlig recht. Ja. Aber in deinem Fall ist das überhaupt alles gar keine Entschuldigung. In deinem Fall ist die erste Devise, ich muss was lernen und muss selbst auch auf meinen Beinen stehen können. Darum geht es. Du bist ein fauler Kerl. Ja, das sagst du so. Ja, das sage ich so. Da muss ich dich gar nicht näher kennen. Was du mir jetzt gerade erzählt hast, würde ich, wenn ich eine Frau wäre oder deine Freundin wäre, auch so einen Hals kriegen. Naja gut, aber es gibt schöne Kerle und hässliche Kerle und ich habe halt immer so ein bisschen damit gespielt, weißt du? Und ja. Mit Schönheit allein kommst du nicht das Leben. Ich weiß nicht. Genau, das ist das Problem, was ich jetzt habe. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, ich habe jetzt noch die Möglichkeit, vielleicht mal, weißt du, ich höre dich öfter mal abends an, vielleicht mal anzufragen, wie es ausschaut, ob du eine Chance da überhaupt noch drin siehst. Absolut, du bist 28 Jahre alt. Das ist, in der Beziehung, dass ich ihr da mal sagen soll. Nee, ich würde mich jetzt gar nicht mehr um die Beziehung kümmern. Ich glaube, dass die ziemlich die Faxen dicke hat mit dir. Wenn die dir jetzt auch noch den Bulli weggenommen hat, war das nur noch die letzte Bestätigung wahrscheinlich zu ihrer schlechten Meinung über dich. Mhm. Lass die Finger von der Frau im Moment. Wenn du an der Frau interessiert bist, stell erstmal selbst was auf die Beine, um die zu beeindrucken. Das ist der Weg. Und nicht rumklammern und reden und weiß ich was. Jetzt hängst du in der Luft. Wo schläfst du jetzt die nächste Zeit? Also ich habe jetzt eine Woche lang eine Unterbleibe beim Kollegen und der hat mir gesagt, es ist Sommer, du kannst ein Zelt von mir haben und jetzt wollte ich mich mal um eine Wohnung kümmern wahrscheinlich. Aber der Punkt war jetzt der gewesen, dass mit der Wohnung habe ich es gar nicht so eng gesehen, weil ich hoffe immer noch, dass sie mich wieder aufnimmt, wenn ich ihr, was weiß ich, 100 Rosen da vor der Tür hinlege oder hinschmeiße, dass ich sage, okay, komm. Ich hoffe, dass sie dich nicht, ich hoffe für sie und letztendlich Thomas auch für dich, dass sie dich nicht aufnimmt. Vielleicht ist dieses Ding jetzt so eine Erschütterung in deinem Leben, dass du endlich mal wach wirst. Dass du dein eigenes Leben in die Hand nehmen musst. Das sind harte Worte, echt. Ja. Und du hast die Chance aber jetzt noch. Du hast noch die Chance. Das wird alles sehr schwer werden jetzt. Dennoch, das ist mir klar. Aber du kannst das. Wenn ich es schaffe, melde ich mich. Also würde ich den Hut vor dir ziehen und mich vor dir verbeugen, wenn du schaffst. Ja, aber du weißt selber, ich meine, es ist heutzutage sehr schwer überhaupt, dass man noch. Keine Sprüche. Keine Sprüche. Es gibt genügend Leute, die wirklich mit harter Arbeit und hartem Willen das schaffen. Gibt es denn irgendwo Einrichtungen, wo man sich erkundigen kann, was man dagegen tun kann, dass man halt anders wird? Du bist kein Fall für den Psychologen. Nee, komm. Auch das ist jetzt wieder ein Wegdelegieren der Verantwortung. Das nimmst du mal schön selbst in die Hand. Geh zum Arbeitsamt und lass dich beraten, was du machen kannst. Ja. Und dann sieh weiter. Na gut, also ich habe jetzt gehofft, dass du sagst, okay, geh hin und gib dir, was weiß ich, mach dir einen Antrag oder so, nee. Dass man halt im Endeffekt das Ganze ausbügelt. Nee, sage ich alles überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen wollte, Thomas. Ja. Und wäre sehr, sehr toll, wäre sehr stolz, wenn du in dem Jahr nochmal anrufen würdest und würdest sagen, pass auf, ich bin der von damals. Seitdem ist das und das passiert. Ich werde mir Mühe geben. Das wäre eine gute Verabredung. Danke dir, dass du mir zugehört hast, ehrlich. Thomas, hau rein. Jo. Alles Gute. Tschüss. Liebe Leute, morgen heißt unser Thema. Morgen ist ja Themennacht. Morgen heißt das Thema: In unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis.
Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrer Beziehung sehr seltsame und natürlich geheime Rituale pflegen. Oder die in ihrer Partnerschaft etwas ausleben, von dem niemand etwas ahnt. Oder die gemeinschaftlich etwas getan haben, was streng geheim ist. Oder auch etwas tun, was streng geheim ist. In unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. Ich möchte gerne mit Pärchen morgen reden oder mit einem Teil des Pärchens und über eines dieser Geheimnisse sprechen, wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt. 0800 220 50 50 ab morgen 0 Uhr könnt ihr anrufen, kostenfrei wie immer. Die Sendung beginnt um 1 Uhr oder ihr könnt natürlich auch rund um die Uhr mailen. In unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. So, weiter geht es mit der Lena. Und Lena ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Lena. Morgen. Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, eigentlich ging es noch um das gestrige Thema. Ich kann mit Geld nicht umgehen. Ja? Ja, das kann ich in der Tat nicht. Das kannst du in der Tat nicht? Nee. Heute ist der fünfte, und ich bin schon blank. Also ich bin schon locker im Minus und das ganze Geld geht halt für Lebensmittel drauf bei mir. Für Lebensmittel? Ja. Also erstmal die Frage, was machst du vom Beruf? Ich bin Physiotherapeutin. Physiotherapeutin. Hast im Monat ungefähr wie viel netto in der Hand? 1200. 1200? Ja. Und wie viel Geld geht für Lebensmittel drauf? Viel. Ich kann es nicht so genau sagen. Also ich habe halt meine Fresstage, meine Fressanfälle. Also ich bin Bulimikerin. Ach so. Ja. Ach so. Ach so. Und, ich dachte, du würdest so schick essen gehen. Nö. Also du gibst ganz viel Geld für das Essen aus, was du hinterher wieder erbrichst. Richtig, genau. Also im Prinzip könnte ich das Geld auch gleich aus dem Fenster schmeißen. Ja. Hätte den gleichen Effekt. Also 1200 netto, dann musst du deine Wohnung bezahlen und diverse andere Sachen noch. Genau. Würdest du sagen, was ich, 600, 700, 800 Euro nur für Essen? Ja. Oder vielleicht noch mehr? Ja, sowas um den Dreh. Also wahrscheinlich eher noch mehr. Noch mehr? Ja, also so 600, 700 Euro, denke ich, sind es gut. Kaufst du dann in billigen Supermärkten ein? Oder? Nee, ich kaufe überall ein bisschen, damit das nicht ganz so sehr auffällt. Aber so. Halt dann halt auch mehrere Mengen. Also es sieht immer aus, wenn ich einkaufe, irgendwie, als würde ich für einen 5-Personen-Haushalt einkaufen. Ja, ich sag mal, ich glaube, das kann man bei der Krankheit ruhig sagen, frisst du diese Sachen alle, die du gekauft hast? Oder gibt es auch Sachen, die du dir anliefern lässt von irgendwelchem Pizzaservice? Natürlich. Oder? Also ich lasse mir das auch anliefern vom Pizzaservice, vom Chinamann, was auch immer. Mhm. Oder halt auch, wenn ich abends irgendwie total fertig bin, dann gehe ich auch nochmal um 22 Uhr zur Tanke. Und also, holst dir da ordentlich was und rein damit. Genau. Mhm. Also ich kann halt einfach nicht anders, wenn ich echt so einen richtig Fressdruck habe. Ja. Dann kriege ich es nicht auf der Reihe. Ne? Du lebst alleine? Ich lebe alleine, ja. Ja. Wie lange geht das schon so? Also ich habe seit 10 Jahren Bulimie, aber ich bin vorher schon erstgestört gewesen in jeglicher Richtung. Also mit 11, 12 hatte ich schon Fressanfälle, sodass ich mir von meinem Taschengeld so heimlich Süßigkeiten gekauft habe und dann heimlich in mein Zimmer geschmuggelt habe und so. Ehrlich, mit 10 Jahren schon? Ja. Und hast du es mit 10 Jahren auch schon erbrochen wieder? Nee, also da habe ich es nur gefressen. Dann bin ich halt immer fetter geworden. Mhm. Dann hat es mir irgendwann gereicht, dann habe ich irgendwann gar nichts mehr gegessen oder immer weniger und dann gar nichts mehr. Und dann bin ich halt irgendwann zum Essen gezwungen worden und dann habe ich es halt wieder erbrochen, weil ich es nicht ertragen konnte. Ja. Und jetzt habe ich den goldenen Mittelweg gefunden. Bitte? Den goldenen Mittelweg. Also das ich esse im Prinzip nichts, auch wenn das ein Trugschluss eigentlich ist. Ja, ich gehe auch davon aus, dass du relativ dünn bist. Nee, geht. Das ist ja das Problem dabei. Die Verdauung ist einfach irgendwann total im Arsch und alles, was irgendwie an Kalorien zu dir genommen wird, dann es bleibt einfach auch haften. Also mein Gewicht ist jetzt ungefähr im Normalbereich. Man kriegt nicht alles rausgebrochen immer. Nein, es bleibt immer irgendwie ein bisschen rein. Wie viel Erbrechungsanfälle, sag ich mal, hast du am Tag? Also wenn ich jetzt so wie Urlaub habe oder Wochenende ist, kann das mal sein, dass ich bis 6, 7, 8 Fressanfälle habe. Also so Fressanfall, würde ich sagen, alleine Fressen als solches zwischen einer halben Stunde und dreiviertel Stunde ungefähr, dann geht halt nichts mehr, dann gehe ich halt zum Klo und dann geht's meistens gleich weiter. Ne? Ja. Achso, isst du, ich bin immer so ein bisschen hergerissen zwischen Essen und Fressen, aber eigentlich ist das, man kann ja Fressen sagen, ne? Ja, es ist Fressen. Frisst du dich dann so voll, dass wirklich überhaupt gar nichts mehr reingeht, dass du einen Bauch wie eine Schwangere hast? Ja.
Und dann erbrichst du das auf der Toilette? Ja. Und dann sofort danach wieder? Ja, also vielleicht 10 Minuten. Manchmal lege ich mich ja nochmal kurz aufs Bett, also weil es halt sehr anstrengend einfach ist. Irgendwie geht es ziemlich auf den Kreislauf auch bei mir. Und kannst du das, dass viele Leute, es wird natürlich sehr oft über diese Erkrankung mittlerweile gesprochen, aber dennoch können das Menschen ja nicht nachvollziehen, auch nicht ansatzweise nachvollziehen, die das selbst nicht erlebt haben. Kannst du das mal versuchen zu erklären, was während des Essensfressens passiert? Ja, also mein Gehirn ist fast ausgeschaltet. Also es geht im Prinzip nur noch darum, wirklich zu fressen, irgendwas Essbares zu haben. Es geht nicht um Genuss? Nee. Also ich meine, Fisch und Nutella zusammen zu essen, was hat das mit Genuss noch zu tun? Also Fisch und Nutella, das isst du alles rein? Zwangsläufig, wenn ich zum Beispiel nichts anderes mehr da habe und kein Geld mehr habe. Mhm. Und ich dann noch irgendwie eine Fischdose habe und ein Nutella-Glas, dann passiert es, ist mir schon passiert, dass ich den Fisch in den Nutella gesteckt habe, um das dann zu essen, weil es halt so massiv ist, dass man es einfach nicht, also... Wobei das dann ja wirklich auch wahrscheinlich für dich eigentlich eklig schmeckt, ne? Oder? Man schmeckt nichts mehr, also ich schmecke nichts mehr dabei. Ja. Also es, um was geht es dann während dieses Anfalls? Also ich glaube, dass es auch darum geht, einfach Gefühle wegzudrücken, Gefühle nicht zuzulassen, Erinnerungen nicht aufkommen zu lassen, sowas. Also das bei mir ganz viele Sachen, also mit dem Gefühl, also ich habe auch Tage, wo ich, wenn es mir gut geht, ich trotzdem fresse, weil es mir nicht gut gehen darf. Ja, weil es dir nicht gut gehen darf. Ja. Gibt es am Anfang dieses Anfalls so, ich sag mal, vielleicht so ein paar Minuten, dass es noch um Genuss geht, dass dir das schmeckt? Oder ist das Gehirn sofort ausgeschaltet? Nee, also so die ersten 2-3 Minuten ist es noch so, dass ich dann auch sage, so, oh, und einen Chips isst du jetzt nur oder ein Gummibärchen oder teilst du es dann schon ein und legst es schon hin und so. Aber spätestens am 5. Gummibärchen ist dann ist der Damm gebrochen durch das eine Gummibärchen. Ja. Wenn du dann erbrochen hast, was ja auch keine schöne Prozedur ist, das wissen wir alle von Magen-Darm-Erkrankungen, wie fühlst du dich dann, wenn du erbrochen hast? Also früher war es halt so, dass ich mich danach besser gefühlt habe und überlegen gefühlt habe, mächtig gefühlt habe vielleicht auch ein Stück weit. Mächtig inwiefern? Ich habe die Kontrolle über mich und... Wobei das ein Trugschluss ist, ne? Weil die Krankheit hat ja die Kontrolle über dich und nicht du über die Krankheit. Ja. Also so war es halt auch früher. Also jetzt ist es einfach auch so, dass es keinerlei Sinn mehr macht für mich. Also es ist kein befreiendes Gefühl mehr. Es gibt kein Kontrollgefühl mehr, sondern es gibt eigentlich im Endeffekt nur noch das Versagensgefühl. Und jedes Mal wieder... wenn ich fresse und kotze, gibt es einfach ein absolutes Down. Mhm. Auch ein Gefühl der Niederlage, es jetzt wieder gemacht zu haben und einfach es nicht zu schaffen. Wieder der Disziplinlosigkeit im Endeffekt ist es ja, so, nachgegeben zu sein. Bist du noch gesund oder gibt es auch schon Begleiterkrankungen? Also es gibt Begleiterkrankungen. Ich habe eine Refluxerkrankung. Das ist was? Das ist, mir fällt das Wort einfach nicht ein, wenn man wieder rückwärts isst, ohne es zu wollen. Also, ach so, früher nannte man da Sodbrennen. Sodbrennen. Ne? Genau, ja. Genau, ja, kam man nicht drauf. Ja. Das habe ich, dann sind meine Zähne, also einige Zähne sind schon ziemlich angegriffen. Das hat mit der Säure zu tun, die man nach oben erbricht. Ne? Ja, also fallen mir auch andauernd irgendwelche Blomben raus, weil das einfach nicht mehr hält, weil die Säure halt immer rangeht. Ja. So, jetzt hast du dich gemeldet zu dem Thema, ich kann mit Geld nicht umgehen. Genau. Und dahinter steckt eine dramatische Suchterkrankung. Ja. Warst du schon in einer Klinik, warst du beim Arzt? Ja, ich war letztes Jahr in der Klinik. Wie lange? 10 Wochen. 10 Wochen? Mhm. Es hat nichts genutzt? Offensichtlich doch, nicht. Doch, doch. Kurzfristig ging es mir schon besser. Also ich würde sagen, so insgesamt 2 Monate ungefähr. Mhm. Warst du 2 Monate, ich sage jetzt mal salopp, ganz clean? Bis auf 2 Rückfälle, ja. Ja. Also schon im Verhältnis. Wie ist deine Haltung? Ich meine, du kannst das, dir ist bewusst, dass du das nicht so endlos machen kannst, dass du dich ruinierst und dass du dich kaputt machst. Dass du todkrank wirst dadurch. Ja. Ist dir klar. Dass ich im Endeffekt auch daran sterben kann. Ganz genau. Bist du entschlossen, nochmal einen neuen Anlauf zu machen, in einer Klinik mit einer Therapie vielleicht oder einer ambulanten Therapie? Ja, bin ich. Also ich, das auf alle Fälle.
Also ich möchte einfach da auch raus, aber im Moment ist es halt echt so, dass es halt wieder drastisch schlimmer geworden ist. Mhm. Liegt halt auch einfach daran, dass ich jetzt einfach auch an Punkten, also ich bin in ambulante Therapie. Ach, du bist in einer ambulanten? Ja, ja. Zeitweise jedenfalls. Was heißt zeitweise? Wir haben immer Schwierigkeiten, uns Termine zu kriegen, deswegen sind die Abstände manchmal ein bisschen länger. Liegt das auch an dir, dass du die Termine gar nicht haben willst? Nee, das will ich nicht sagen. Das ist also objektiv schon, so. Dass ich schon eigentlich das auch verbessern möchte. Aber also, es ist halt ein bisschen schwierig mit uns mit der Terminabsprache. Entweder kann ich und ich oder der Therapeut nicht oder. Mhm. Also ich würde nur wirklich sehr, sehr, sehr gern und sehr, sehr intensiv an dich appellieren, Lena, dass du es wirklich mit aller Macht vorantreibst. Wenn du 10 Jahre das schon gemacht hast, das ist verdammt lange. Das heißt, die ganze Pubertät stand unter dem Zeichen der Essstörung. So. Du hast ja Anfänge der Erkrankungen erlebt. Ja. Ich muss dir nicht sagen, welche Risiken damit verbunden sind. Das wirst du alles selbst hundertprozentig wissen. Ja. Irgendwann stellt sich die Frage, will ich sterben oder will ich leben? Will ich vor die Hunde gehen oder will ich auch ein schönes Leben führen? Ganz klar, ich will eigentlich leben. Mhm. So, und solange du das noch so klar sagen kannst, finde ich es. Also nein, ich sag's inzwischen wieder. Ne? Also, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich ein sehr guter Satz, den du gesagt hast. Es gibt viele Essgestörte, die das schon gar nicht mehr sagen. Ja, also ich habe es auch ganz lange Zeit gesagt und es kommt auch immer wieder, dass ich einfach sage, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mache mit allem ein Ende. Es ist einfach so, dieser Gedanke des Lebens Ende setzen zu wollen, ist einfach permanent da. Mhm. Und natürlich weiß ich auch, dass ich durch die Bulimie ein ganzes Stück dazu beitrage, dass es im Prinzip ein Selbstmord auf Raten ist. Aber mir hat jemand mal gesagt, Suizid ist ein purer Egoismus. Mhm. Und ich habe sehr lange über diesen Satz nachdenken müssen. Und die Person, die mir das mal gesagt hat, hat einfach recht. Mhm. Und ich wollte nie ein Egoist sein. Ich wollte nie auffallen und ich wollte nie ein Egoist sein. Gut, dann ist das eine gute Einstellung, das so zu sehen. Ja. Und ich sag dir, es ist ein gigantisches Erfolgserlebnis, wenn du es irgendwann geschafft hast und du auf die Zeit zurückblickst und sagst, ich war mal so schwer bulimiekrank und war so in der Gosse und du liegst in der Gosse, was die Krankheit anbelangt. Ja. Wenn du dann sagen wirst, ich habe das geschafft, das ist Wahnsinn, das ist grandios. Also ich habe Auszüge davon ja schon kennengelernt. Du hast es schon ein bisschen, genau. Ja. Und es ist eigentlich auch echt erstrebenswert. Es ist halt einfach nur so, dass wir jetzt halt in der Therapie an einem Punkt angekommen sind, wo es mir halt richtig scheiße damit einfach auch geht. Ne? Es ist halt sind einfach Sachen passiert, wo ich jetzt einfach dran versuche, drüber nachzudenken oder es versuche auszusprechen und es bleibt mir im Halse stecken. Es bleibt mir wirklich im Halse stecken und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich jetzt wieder vermehrt auch in der Bulimie hänge. Vielleicht. Das führt jetzt so weit, das noch weiter auszuführen. Auf jeden Fall bist du willens, das finde ich toll, das freut mich. Und du hast, glaube ich, genau verstanden, was ich sagte, ne? was ich gemeint habe. Ich gehe mir davon aus, dass du psychologisch jetzt gut beraten und betreut bist, oder möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Nö, das muss nicht sein. Möchtest du nicht. Lena, dann wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du es schaffst. Jo. Dass du es schaffst, das wünsche ich dir. Alles Gute. Gut. Tschüss. 0800 220 5050. Und morgen heißt unser Thema, in unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die ja in ihrer Beziehung so manche ältere Pärchen, obwohl die gar nicht älter sein müssen, manche Pärchen haben ja ganz sonderbare Rituale, die man so als Außenstehender irgendwann mal vielleicht zufällig erfährt. Wenn ihr solche Rituale auch habt, dann erzählt es mir. Ich bin ganz erpicht darauf. Ich möchte gerne mit Leuten aussprechen, die in ihrer Partnerschaft etwas ausleben, was sonst niemand weiß, was vielleicht der beste Freund, die Freundin, die Kinder, niemand weiß es, aber ihr lebt es in eurer Partnerschaft aus. Ich hatte mal eine Anruferin, die erzählte mir, dass nur in der Partnerschaft, in dem geschützten Konkon der Ehe, sie ihrem Mann gestattete, in Frauenkleidern herumzulaufen und zu leben. Und immer wenn die beiden alleine waren in der Wohnung, hatte er Frauenkleider angezogen und da saßen die beiden Mädels in Anführungszeichen auf der Couch und haben Kaffee getrunken. Das passierte aber wirklich nur in der Partnerschaft. Niemand wusste darum und die hatten sich so arrangiert und denen gefiel das so gut und es war dann auch in Ordnung. Oder möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit Pärchen sprechen, die gemeinschaftlich etwas getan haben,
was streng geheim ist, was immer das auch gewesen sein mag und was Sie bisher geheim gehalten haben. Aber vielleicht habt ihr Lust, morgen es hier mir und uns zu erzählen. In unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. Unser Thema morgen ab 0 Uhr. Morgen bitte anrufen zu dem Thema. Und um 1 beginnt dann wie immer die Sendung. Herzlich willkommen, Günther. Günther ist 52. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Ich Günther, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, bei mir geht's auch um das Thema eigentlich für morgen, nur dass das Geheimnis eigentlich mein Geheimnis ist. Ja, löse es mal auf. Unterwegs. Ich bin seit 7 Jahren verheiratet. Ja. Und ich habe seit 6 Monaten erstmal gemerkt, dass ich ein berufener Dom bin. Ein was? Ein? Ein Dom, ein Dominanter. Ein dominanter Mensch. Ein dominanter Mensch, ja, im Sexuellen. Im sexuellen Sinne. Ja, hast du vor 6 Monaten erst ja, ich habe das im Internet kennengelernt. Ich surfe ab und zu, jetzt viel mehr öfter. Ja. Und habe dann eine Frau kennengelernt, die eine Sub ist. Eine Sub? Ja. Das heißt? Eine Sklavin, eine Dienerin. Achso, die nennt man Sub? Ja, die nennt man Sub. Also achso. Habe ich auch noch nicht. Ist Sub und Dom ist, also der Dom ist der Dominante. Dom ist der Dominante, klar, das wusste ich auch. Aber Sub wusste ich nicht. Sub ist die Dienerin oder der Diener. Die Dienerin, ja. Ja. Die eigentlich dann Befehle erfüllt, ausführt und macht. Ja. Auch Schmerzen erträgt, wenn der Herr sie strafen will, straft er sie. Und wenn er nicht strafen will, straft er sie nicht. Ja. Und ich bin jetzt 7 Jahre verheiratet. Mhm. Und ich muss sagen, unser Sexualleben war eher eine El-Bandi-Nummer. Was heißt das? Ja, nach 2 Minuten schon fertig. Ach so, so. Und ich habe jetzt erstmal mal da gemerkt, wie mich das fasziniert, der Dominante zu sein. Ja. Und ich kann es mir meiner Frau aber einfach nicht vorstellen, meine Frau knien zu lassen vor mir, sie zu fesseln. Wie hast du das denn gemerkt? Sitzen zu lassen. Ja, du hast es wie nur beim Surfen durchs Internet bemerkt, oder? Ja. Wie bemerkt man das da? Durch Rollenspiele mit anderen oder wie? Ja, mit einer Cam. Ich habe die Form mit der Cam beobachtet. Ach so, mit einer Kamera. Das scheint ja eine ganz neue Mode zu sein. Haben wir jetzt schon öfters gehört hier in letzter Zeit. Also du hast einen Computer und der andere hat auch einen Computer. Ja. Du hast eine Kamera und der andere hat auch eine Kamera. Und dann kannst du gucken, was, so wie wir das hier auch machen, dann kannst du gucken, was die andere Person tut gerade. Ja, genau. Dann sitzt du vor deinem PC und gibst Anweisungen. Setz dich in und der Ecke. Und die Kamera ist dann so gestellt, dass du das alles sehen kannst? Ja. Ach, das ist ja interessant. Zum Beispiel quäl ich mit Wäscheklammern, klemm dir Wäscheklammern an den Brustwarzen oder auch an den Schamlippen und die andere Person macht das auch. Die macht das. Sieht die andere Person dich denn auch? Ja. Die sieht dich auch? Ja, aber ich bin als Dom, ich habe als Dom nicht meine Gefühle zu gehorchen, sondern ich muss auf meine Dienerin eingehen. Wie sitzt du denn dann vor der Kamera? Nackig? Nein, angezogen. Angezogen? Angezogen. Und die Frau? Die ist nackt, ja. So wie du es möchtest? So wie ich es möchte, ja. Und wie lange dauert dann so eine Session? Das ist unterschiedlich. Bis ich dir erlaube, zu kommen. Also irgendwann gibst du ihr die Anweisung, sich selbst zu befriedigen? Ja. Ja, und das tut sie dann auch? Das tut sie dann auch und sie sagt, jetzt darfst du kommen oder du hörst vorher auf. Ja. Und dann erwarte ich, dass sie mich bittet, bitte Herr, lass mich zu einem Orgasmus kommen. Ja, aber die kann dich doch beschummeln. Nein. Wieso nicht? Weil ich es sehe. Weil du siehst, du hast ja schon einen Fachmenschenblick. Ich sehe das schon, ja. Ja. Und sie würde sich ja selbst belügen in dem Moment. Ja klar, die erwartet ja von mir, dass ich sie... Ich verstehe, das Spielchen muss sie immer auch mitmachen, weil dann macht es ihr auch am meisten Spaß. Wenn die dann zum Orgasmus gekommen ist, die Frau, die da vielleicht mit den Wäschen, die mit den Wäscheklammern in deiner Ecke sitzt, ist dann Schluss oder wie? Nein, dann muss sie sich bedanken, dass der Herr erlaubt hat, sie zu kommen. Ja, ja. Und dann unterhalten wir uns ganz normal weiter. Achso, dann unterhaltet ihr euch ganz normal weiter über alles. Über normale Themen. Über das Wetter und die Politik und so. So, hast du das denn real auch schon erlebt? Nein, das ist es ja. Das habe ich real noch nicht erlebt. Und du kannst es dir mit deiner Frau überhaupt nicht vorstellen? Nein. Also... Ja. Ich liebe meine Frau. Wir haben 2 Kinder zusammen. Sie ist 20 Jahre jünger und sie ist auch sexuell sehr offen. Mhm. Aber meine Frau in der Ecke knien zu sehen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Oder sie zu demütigen, was ja auch zu diesem Spiel gehört. Kannst du dir nicht vorstellen, dass ihr das Spaß macht? Oder kannst du dir nicht vorstellen, dass es dir Spaß macht, das mit deiner Frau zu machen? Ich
kann es mir nicht vorstellen, dass es mir Spaß macht mit meiner Frau. Ah, verstehe, verstehe. Weil du zu deiner Frau ein ganz anderes Verhältnis hast, auch eine andere Achtung vielleicht hast. Ja. Und, ah, verstehe. Mhm. Und das Sexuelle bei uns, also sehr gravierend, ne? Weil ich möchte gerne das mal ausleben, aber ich kann es mit meiner Frau nicht vorstellen. Weil aber wenn du sagst, dass das... eine Art von Demütigung dazu. Weil eine Dienerin, sag ich mal, steht auch da drauf, von ihrem Herrn beleidigt zu werden. So ist das Spiel, ja. Extrem beleidigt zu werden. Extrem beleidigt zu werden. Beschimpft zu werden. Beschimpft zu werden, ja. Ja, da sind Worte wie Schlampe und Hure sind noch harmlos. Sind harmlos. Ja. Ja, und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, meine Frau mich ansieht, mhm. ihr das einfach zu sagen, mhm. zu sagen, du bist eine Schlampe. Mhm. Und jetzt knie dich nieder und befriedige mich oder mache irgendwas. Mhm. Sieben Jahre seid ihr verheiratet, sagst du? Ja. Sieben Jahre. Dieser Schnellsex, den ihr miteinander habt, den du gerade angesprochen hast, war das schon, hörte ich da eine Kritik raus, dass es eigentlich zu schnell die schnelle Nummer ist? Es ist von mir die schnelle Nummer. Weil du keinen Bock hast. Ja, so ungefähr, ja. Also, es fehlt mir aber. Ich liebe meine Frau. Ja, ja, wir haben so viele Probleme zusammen gelöst und alles Mögliche gemacht. Also eine gute Partnerschaft, wo auch eine gewisse Sexualität stattfindet, aber die hat keine große Bedeutung. Ja, genau. So kann man sagen. Ja. Und du würdest auf keinen Fall deine Frau und die Beziehung gefährden wollen durch diese neue Entdeckung. Nein. Dann hast du ein Problem. Ja, ich weiß. Dann hast du ein Problem. Wie ist deine Frau drauf? Ist die sehr paarorientiert, auf dich orientiert oder ist die eher eine lockere und eher tolerant? Sie ist locker. Wir haben schon zweimal versucht, auch einen Dreier zu machen, also mit einer anderen Partnerin. Mhm. Also da ist sie sehr offen, sie ist auch bi eingestellt. Also ich habe eigentlich eine Frau, die sich jedermann wünscht. Und wenn du ihr das sagen würdest, pass auf, ich habe da sowas für mich entdeckt, würdest du mir da einen gewissen kleinen Freiraum geben, weil das tangiert ja unsere Beziehung überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Sie ist jetzt momentan in einer Mutter-Kind-Kur. Mhm. Und ich setze mich in dem Moment sehr lange jetzt auch schon damit auseinander, es ihr mal zu sagen. Mhm. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, meine Frau zum Beispiel, wir haben so ein Fachwerk hier, an den Pfosten zu fesseln. Nee, ich meine auch nicht, dass du es mit deiner Frau machen sollst, sondern dass du deine Frau quasi um Erlaubnis fragen solltest, ob du dir das irgendwie anders beschaffen kannst, dieses Erlebnis. Würde sie das tolerieren? Nee, das möchte ich nicht. Das möchtest du nicht? Nein, weil dann ist meine Frau mich noch nie betrogen, ich meine Frau auch noch nie körperlich betrogen. Dann ist es natürlich problematisch. Ja. Du willst es mit deiner Frau nicht, du willst nicht quasi sie um Erlaubnis bitten, ob du das vielleicht erleben darfst mit einer anderen Frau? Ne? Ja. Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig und du willst ihr nicht fremd gehen. Ich will ihr nicht fremd gehen. Dass ich im Internet da rumsurfe vor der Cam. Das ist schon auch eine Form des Fremdgehens. Also so in der Art, wie du es gerade beschrieben hast, finde ich ja auch schon, ja. Ja. Aber wie soll es weitergehen? Aber nichts Körperliches. Nee, natürlich nicht. Da kann man sich immer das ein bisschen so schön biegen. Wie denkst du dir das denn selbst, wie es weitergeht? Du hast ja jetzt irgendwie Blut geleckt, ne, von der Sache. Ich habe sehr viel Blut geleckt. Ja. Du willst weiter. Und das wäre das Schönste für dich, das mal real zu erleben. Ja. Da klingt gerade eine Uhr, ne, oder? Das ist meine, ja, da kann ich nichts abstellen. Das ist unsere, ja, das ist schon okay. Bimbam-Uhr. Das ist schon okay. So, du möchtest das also gerne real erleben? Ja. Tja, gut. Aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß nicht, vielleicht wird es mir ja gefallen. Vielleicht sollte ich meine Frau mal drüber offen reden und ihr sagen, knie dich hin und... Das wäre natürlich die optimale Lösung. Wenn ihr beiden das füreinander entdecken könntet. Dass es also innerhalb eurer Beziehung bleibt. Vielleicht sogar irgendwann mal mit anderen Leuten noch zusammen, als Dreier oder Vierer. Das wäre optimal, dass deine Frau eingebunden ist. Mach doch erstmal den Versuch. Bericht doch mal. Ich meine, wenn man so lange zusammen ist, sind die Wege eingefahren. Ja. Ne? Und versuch doch mal. Brich doch mal ein Tabu. Sag ihr, dass du drauf stehst und ob sie Bock hat, mal mitzumachen. Versuch's doch einfach mal. Vielleicht bringt das ganz neuen Wind in eure Beziehung auch rein. Also es wird mir schon... Also, sagen wir so, Reiz hätte es schon mal. So. Frau so in Reizwäsche kniend und gefesselt. So, und vielleicht, du guckst ja nicht... Boden zu sehen und... So wie du bisher geschwiegen hast, hat sie auch geschwiegen. Vielleicht ist es ein guter Zufall, dass sie auch auf sowas steht. Vielleicht steht sie genau in der Konstellation drauf und dann wäre es optimal. Wir hatten mal, das ist schon länger her, hatten wir mal Sex und da kam meine Frau auch mit Wäscheklammern. Guck
Guck. Ja, ist doch mal ein Anfang. Ohne von mich. Ja, aber ich habe das irgendwie. Ja, weiß ich nicht, wie ich sagen soll jetzt, ne? Und die kam mit den Wäscheklammern, um sich selbst zu klammern. Ja, vielleicht zur Luststimulierung. Ja, ist doch super. Günther, sprich mit ihr. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich kann nicht weiter mehr. Ja, okay. Mit ihr. Ich würde es versuchen, auf jeden Fall. Mach es. Es ist ein Versuch. Mal, ja? Ein Versuch wird. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Und schönen Tag wünsche ich dir noch. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann. Morgen heißt unser Thema: In unserer Partnerschaft gibt es ein Geheimnis. In welcher Partnerschaft gibt es draus ein Geheimnis? Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, 1 Uhr morgen, Radio.